Im letzten Teil wollen wir uns nun ansehen, wie der Dampfkreislauf und der Gasturbinenkreislauf vereinigt werden zu einem GUD-Kraftwerk, also einem Gas- und Dampfkraftwerk. Dargestellt hier ist das Blockschaltbild eines GUD-Kraftwerkes. Wir haben auf der linken Seite das Gaskraftwerk und auf der rechten Seite das Dampfkraftwerk, die gekoppelt werden über einen Wärmetauscher, bei dem das Abgas des Gasturbinenprozesses genutzt wird, um das Wasser im Dampfkreislauf zu erhitzen und anzutreiben. Was haben wir? Wir haben die Frischluft, die angesaugt wird, die komprimiert wird über einen Kompressor. Der Druck wird erhöht auf 15 bis 20 Bar. In der Brennkammer wird der Brennstoff, also das Erdgas, zugeführt, verbrannt. Wir erhalten ein Abgas-Luftgemisch bei einer Temperatur von ungefähr 1200 Grad Celsius. Dieses heiße Gas wird nun durch die Turbine geleitet, treibt die Turbine an. Die Turbine treibt den Generator an und erzeugt Strom. Und die Abgase nach Durchlaufen der Turbine haben immer noch eine Temperatur von ungefähr 100, von ungefähr 600 Grad Celsius. Und dieses Abgas wird nun in einen Abhitzekessel geleitet, bei dem durch einen Wärmetauscher die Wärme, die in dem Abgas noch enthalten ist, übertragen wird auf den Clausius-Rankine-Prozess, also auf das Wasser aus dem Dampfkreislauf. Was haben wir nun bei dem Dampfkraftwerk? Wir haben das Wasser, das so eine Kompressionspumpe zunächst komprimiert wird. Das heißt, der Druck wird erhöht, damit das Wasser nicht sofort verdampft. Dann wird das Wasser durch den Abhitzekessel geleitet. Wir haben einen Wärmetauscher. Die Wärme aus dem heißen Abgas wird übertragen auf das Wasser. Das Wasser verdunstet. Wir erhalten Heißdampf, der dann durch eine Turbine geleitet wird. Diese Turbine treibt den zweiten Generator an, der Strom erzeugt. Und im Anschluss erfolgt die Kondensation des Heißdampfes nach Austritt aus dem Turbinenbereich durch Kühlung, sodass wir am Ende wieder flüssiges Wasser erhalten. Das heißt, wir haben nun zwei Kreisprozesse. Wir haben den Joule-Prozess im Gasturbinenkraftwerksteil und wir haben den Clausius-Rankine-Prozess im Dampfkraftwerksteil. Wie groß ist der Wirkungsgrad eines modernen GUD-Kraftwerks? Im Wesentlichen wird der Wirkungsgrad des Kraftwerks durch den thermischen Wirkungsgrad des Wasserdampfkreislaufes bestimmt. Es lässt sich der thermische Wirkungsgrad eines GUD-Kraftwerks vergrößern, indem höhere Verbrennungstemperaturen in der Gasturbine erreicht werden. Das heißt also, mehr Energie im Gas-Luftgemisch vorherrscht. Und auf der anderen Seite, wenn niedrige Temperaturen vorherrschen am Ende des Kondensators, also nach Abkühlen des Heißdampfes im Kondensator und der Kondensation des Heißdampfes zu flüssigem Wasser. Das Ziel ist also, wie in allen thermodynamischen Prozessen, die Temperaturdifferenz zwischen der hohen und der niedrigen Temperatur zu vergrößern, da dies zu einer Steigerung der Wirkarbeit führt und damit zu einer Verbesserung des Wirkungsgrades führt. Wie groß ist der Wirkungsgrad, den man nur erwarten kann bei modernen Kraftwerken? Ein Gasturbinenkraftwerk hat ungefähr einen Wirkungsgrad von 20 bis 40%. Das hängt von der technischen Komplexität des Gasturbinenkraftwerks ab. Ohne Vorerwärmung der Frischluft erreicht man Wirkungsgrade von 20 bis 25%. Die Verbrennungstemperatur liegt in dem Fall bei 900 bis 1000 Grad Celsius. Mit einer Vorerwärmung der angesaugten Luft steigt der Wirkungsgrad auf ungefähr 40%, da die Temperatur des Abgas-Luftgemisches vor Eintritt in den Turbinenbereich bei ungefähr 1200 Grad Celsius liegt. Moderne Dampfkraftwerke haben typischerweise einen Wirkungsgrad von ungefähr 40%. Kombiniert man beide Kraftwerksteile unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, ergibt sich ein Gesamtwirkungsgrad des GUD-Kraftwerks von ungefähr 50%. Das bedeutet, dass 50% der Energie, die im Brennstoff Erdgas vorliegt, genutzt werden kann, um daraus elektrische Energie zu gewinnen. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Energie wird umgewandelt in elektrische Energie und die andere Hälfte geht als Abwärme an die Umgebung verloren. GUD-Kraftwerk nun thermodynamisch im TS-Diagramm da. Wir haben auf der linken Seite den Dampfturbinenprozess, also den Clausius-Rankine-Prozess. Wir haben die Temperatur auf der Y-Achse, die Entropie auf der X-Achse.
Wir sehen die Nutzarbeit in grün, also den thermodynamischen Kreisprozess, den wir in den vorherigen Videos uns angesehen haben. Das Grüne ist die Nutzarbeit, die entsteht nach Durchlauf des Clausius-Rankine-Prozesses. Und der Bereich unterhalb der Kurve, das ist die abgegebene Wärme, die sich direkt im TS-Diagramm ablesen lässt. Als zweiten Prozess haben wir den Gasturbinenprozess, also den Joule-Prozess. Auch hier in grün markiert die Nutzarbeit des vierstufigen Kreisprozesses. Die abgegebene Wärme ist deutlich größer, dadurch, dass wir mit deutlich höheren Temperaturen agieren im Gaskraftwerk, sodass diese Wärme in einem reinen Gaskraftwerk verloren gehen würde. Diese abgegebene Wärme wird nun genutzt, um den Dampfturbinenprozess einzuleiten und das Wasser zu verdampfen, um Heißdampf zu erhalten, sodass sich daraus, wie hier im rechten Diagramm dargestellt, der Gesamtprozess im TS-Diagramm darstellt eines GUD-Kraftwerks. Wir haben den Joule-Prozess und wir haben als zweiten Prozess den Clausius-Rankine-Prozess und beide grün markierten Flächen ergeben nun die Gesamtarbeit, die das GUD-Kraftwerk leisten kann. Die Fläche unterhalb der Kurve ergibt die abgegebene Wärme, die deutlich kleiner ist als in einem reinen Joule-Prozess. Die Wärme, die beim Joule-Prozess entsteht, wird genutzt, um den Clausius-Rankine-Prozess anzutreiben und insgesamt kann man eine deutlich größere Nutzarbeit gewinnen in einem GUD-Kraftwerk. Das ist die Idee, wieso beide Kraftwerksteile gekoppelt werden, um aus dem Gasprozess die Abwärme zu nutzen, den Dampfprozess anzutreiben und damit einen höheren Wirkungsgrad zu erreichen. Wenn man sich die historische Entwicklung des Wirkungsgrades eines GUD-Kraftwerks ansieht, ergibt sich folgendes Bild. Wenn wir den Wirkungsgrad auf die Y-Achse zeichnen des GUD-Prozesses, dann waren die ersten Schritte eines GUD-Kraftwerks, also die frühen Kraftwerke, hatten einen Wirkungsgrad im Bereich von ungefähr 46% mit folgenden Eigenschaften im Gasturbinenteil oder im Gaskraftwerksteil wurden Brenntemperaturen von 960 Grad Celsius erreicht, währenddessen im Dampfkreislauf der Heißdampf bei ungefähr 50 Bar und ungefähr 460 Grad Celsius vorlag, sodass sich daraus ein Wirkungsgrad von ungefähr 46% ergab. Und dann wurde stufenweise dieser Prozess verbessert, indem die Temperaturen erhöht wurden, es sich damit ein höherer Wirkungsgrad ergab. Wir können das mal hier einzeichnen, 48, 50% und mittlerweile sind wir ungefähr bei 60%, also ganz moderne Kraftwerke erreichen mittlerweile 60 oder über 60% Wirkungsgrade, was einmal daran liegt, dass stufenweise die Temperaturen in den Prozessen angestiegen sind. Das ist also im Prinzip so ein stufenartiger Verlauf, der sich ergibt, dass man mittlerweile bei modernen GUD-Kraftwerken Temperaturen im Gasturbinenteil von über 1400 Grad Celsius sogar erreichen kann, im Dampfteil oder im Dampfkraftwerksteil arbeitet man mit 170 Bar Heißdampfdruck und ungefähr 600 Grad Celsius, was sich einfach dadurch ergibt, dass natürlich die höheren Temperaturen aus dem Verbrennungsprozess in dem Gasturbinenteil dazu führt, dass auch höhere Temperaturen im Dampfturbinenteil erreicht werden. Dabei mussten einige Entwicklungsschritte durchlaufen werden, dass man also folgende Punkte umsetzen musste. Zum einen sind das Punkte wie die Vorerwärmung des Brennstoffs, die Brennstoffvorerwärmung. Dass die Turbinenschaufeln deutlich komplexere Strukturen mittlerweile aufweisen, also nicht flach sind, sondern gekrümmte Strukturen aufweisen, um eine Maximierung des Impulsübertrages zu erreichen, dass die Schaufeln keramische Beschichtung aufweisen, keramische Beschichtung,
um die hohen Temperaturen aushalten zu können, da hochwertige Edelstähle diese hohen Temperaturen von 1200 Grad Celsius nicht verarbeiten können, sondern ihre Materialeigenschaften verändern. Deswegen werden mittlerweile keramische Leitschaufeln verwendet. Also mittlerweile sind diese Leitschaufeln in der Turbine aus Keramiken. Es erfolgt eine erhöhte Brennstoffvorerwärmung. Das macht den Prozess deutlich komplexer, technisch aufwendiger, wirtschaftlich teurer, führt aber zu einem deutlich höheren Wirkungsgrad, der mittlerweile im Bereich von 60 bis 62% liegt und damit deutlich über den Wirkungsgraden liegt, die heutzutage in modernen reinen Gaskraftwerken oder reinen Dampfkraftwerken erreicht werden können. Abschließend stellt sich noch die Frage nach den Stromgestehungskosten, das heißt also den Kosten für die Erzeugung einer Kilowattstunde Strom ohne Berücksichtigung weiterer Abgaben, Umlagen oder sonstiger Kosten, wie zum Beispiel Netzkosten etc. Was auf diesem Diagramm dargestellt ist, sind die Stromgestehungskosten unterschiedlicher Energieerzeugungsanlagen, Photovoltaik, Wind onshore, also Landanlagen und Wind offshore, also Anlagen im Meer, Strom aus Biogasanlagen und dann fossile Energieträger, Braunkohle, Steinkohle, die GOD-Kraftwerke und reine Gaskraftwerke. Was sich zeigt, ist, dass mittlerweile regenerative Energiequellen, also Photovoltaik und Windenergie, Stromgestehungskosten erreichen, die in der Größenordnung von Braun- und Steinkohle liegen, zwischen 4 und 8 bzw. 11 Cent pro Kilowattstunde erzeugter Strom aus der Erzeugungsanlage. Braunkohle hat ähnlich niedrigere Stromgestehungspreise, Steinkohle kostet etwas mehr. Das heißt also, dass die regenerativen Energiesysteme mittlerweile konkurrenzfähig sind. Guckt man sich die GOD-Stromgestehungskosten an, stellt man fest, diese GOD-Kraftwerke liegen in der Größenordnung von Steinkohlekraftwerken. Das heißt also, GOD-Kraftwerke können wirtschaftlich betrieben werden. Auffällig ist die große Spannweite von Gasturbinenkraftwerken, also reine Gaskraftwerke ohne Kopplung mit einem Dampfkraftwerk. Diese große Spannweite ergibt sich dadurch, dass Gaskraftwerke in der Regel keine großen Vollerstunden aufweisen, das heißt nur wenige Stunden im Jahr Strom erzeugen. Braunkohlekraftwerke erzeugen pro Jahr 5 bis 6.000 Stunden, laufen 5 bis 6.000 Stunden unter Volllast. Steinkohlekraftwerke im europäischen Stromnetz erzeugen zwischen 3 und 4.000 Stunden pro Jahr unter Volllast Strom. Bei den GOD-Kraftwerken, die nicht so flexibel einsetzbar sind wie reine Gaskraftwerke, weil sie den Dampfkreislauf mit unterstützen, kommt man auf ähnlich große Vollerstundenzahlen. Das macht den Betrieb wirtschaftlicher, senkt die Kosten. Reine Gaskraftwerke dienen als Spitzenlastkraftwerke und zum Ausgleich im Minutenbereich, sodass kleinere Vollerstundenzahlen pro Jahr zu beobachten sind und das vergrößert oder verteuert natürlich den Strom aus diesen Gaskraftwerken. Insgesamt lässt sich damit festhalten, dass GOD-Kraftwerke durch ihren hohen Wirkungsgrad unter der Voraussetzung einer hohen Auslastung wirtschaftlich attraktiv sind und mittelfristig auch zur Reduktion der Treibhausgasemissionen fossiler Energieerzeugungsanlagen beitragen können, dadurch den hohen Wirkungsgrad im Gesamtprozess weniger Kohlendioxid. Wenn man die Treibhausgasemissionen in Gramm CO2 pro Kilowattstunde erzeugtem Strom vergleicht, dann stellt man fest, dass Braunkohlekraftwerke im Bereich von ungefähr 1200 Gramm CO2 pro Kilowattstunde erzeugter Strom liegen. Die Emissionen eines Steinkohlekraftwerks sind etwas geringer durch die höhere Energiedichte der Steinkohle im Vergleich zum Braunkohle, dass Steinkohlekraftwerke ungefähr 900 bis 1000 Gramm CO2 emittieren pro Kilowattstunde. Gaskraftwerke durch den Einsatz des Energieträgers Erdgas
imitieren ungefähr nur die Hälfte des Kohlendioxids im Vergleich zu den Kohlekraftwerken. Das heißt, man liegt bei den Gaskraftwerken ungefähr in einem Bereich von 400 bis 500 Gramm CO2 pro Kilowattstunde erzeugtem Strom. Und dann schließlich die GOD-Kraftwerke, die einen höheren Wirkungsgrad aufweisen, im Bereich von 50 bis 60%, sodass ich daraus ungefähr eine Emission von einer Spannweite von 250 bis vielleicht 350 Gramm CO2 pro Kilowattstunde ergibt, in Abhängigkeit natürlich des Wirkungsgrades. Je höher der Wirkungsgrad des Kraftwerks ist, desto geringer sind die Emissionen, sodass die GOD-Kraftwerke einen Beitrag leisten können zur Reduktion der Treibhausgasemissionen, da die GOD-Kraftwerke bei vergleichbaren Stromgestehungskosten in Bezug auf die Kohlekraftwerke deutlich geringere, nämlich ein Viertel bis ein Fünftel der Emissionen nur aufweisen und damit einen wesentlichen Beitrag leisten können, die Treibhausgasemissionen signifikant zu reduzieren.